Joho, Pokémon-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X. So, in der letzten Folge haben wir gegen Mr. Kämpfen, Trainieren gewonnen. Das hat ihm also auch nicht viel genützt. Gehen wir weiter in unserem wunderschönen Spiegellabyrinth. Oh, wen haben wir denn hier? Oh. Erstmal haben wir hier ein wildes Pokémon. Was wird es wohl sein? Es ist schon wieder ein Rockara. Rockara oder Rockara. Ich weiß auch nicht, nee. Es erscheint mir jetzt nicht so ein tolles Pokémon, dass ich es jetzt nochmal haben möchte. Ich weiß auch nicht, ob wir nicht vielleicht sogar schon alle Pokémon haben. Oh, wen haben wir denn hier? Spiegel werden schon von alters her als mystische Gegenstände betrachtet. Deshalb habe ich ihre Kraft gebündelt und knalle sie dir jetzt vor den Latz. Oh, er fing so philosophisch an und dann knallt er mir die Sachen vor den Latz. Das ist unhöflich nebenbei bemerkt, ja? Unsubscribe. Psychokorbia. Aha. Palim, Palim. Du bist ein Psycho-Pokémon. Wenn du... Ich könnte... Wir sollten... Vielleicht... Wir können ja Biss. Gucken wir mal. Vielleicht schreckt es ja zurück. Du hast gerade mit den Armen gerudert. Das war keine vernünftige Bissattacke. Oh, oh, oh. Die Konfusion. Not good. Not good. No, no. Oh, 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 oh. Das war... Very close. Very close. Solari, du bist dran. Hauen wir Palim, Palim um mit Elektrizität. Oh, nicht mit die Konfusion. Bitte keine Konfusion. Ha, wir wurden nicht verwirrt. So, dann würde ich sagen, Ladevorgang. Einmal schön boosten. Power on. Und dann hauen wir die Parabolladung um die Ohren. Die jetzt... Ah, meine Ohren. Oh, stop it, Palim, Palim, stop. Das ist nicht so ein Endstress. Das Lärm. Paraboladung. Doppeltür. Ich hab's dann. Hui, das gab ordentlich Punkte. Palim, Palim. Sehr schön. Das gab gute Erfahrungspunkte. Golbit. Das war doch das Boden... Geist-Pokémon? Das war Bodengeist, oder? Dann wechseln wir das Pokémon auf jeden Fall zu Togepui. Togepui kann ja dann eine Psycho-Attacke einsetzen. Ne? Haben wir dann auch geschafft. Los, Togepui! Ja, 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 ja. Das ist das Bodengeist-Teil. Golbit, Golbat. Das kann man auch gut verwechseln. Gut, dass ich schon ein alter Hase im Geschäft bin. Das würde mir nie passieren. Sondersensor. Wobei man denken könnte, dass Golbit was mit Golbat zu tun hat. Aber ne. Was? Du bist doch... Ah, Moment, ja. Das war's ja. Psychoattacken sind ja gar nicht effektiv gegenüber Geist-Pokémon. Das ist immer dieser Irrglaube, weil... ist ja auch egal. Fehlbriseur. Oh. Puff, puff. Was hast du jetzt davon? Es ist immer diese Irrglaube, weil... keine Ahnung warum. Ich glaube, es kommt aus der Pokémon-Serie. Oh nein, die mystischen Kräfte. Die Spiegel haben sie auf mich zurückgeworfen. Bisschen nette Ausrede für eine Niederlage, Junge. Ein Blick auf dein Pokémon-Team verrät mir sofort, was du für ein Trainer bist. Denn die Pokémon sind so etwas wie ein Spiegel deiner Seele. Jetzt ist er wieder so philosophisch, aber vorhin knallt er es mir vor den Latz, ne? Oh, oh, ich wollte mal Nidorina heilen. Nidorina heilen. Sprutechen. Oh, armes kleines Nidorina. Müssen wir schnell auf Level 30 hochtrainieren. Dum, 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 dum. Und wieder ein wildes Pokémon. Ach Gottchen, so ein Kiesling. Nee, nee, nee. Da beiß ich mir nur die Zähne dran aus. Wortwörtlich. Oh, wen haben wir denn hier? Hi, Mr. Hipster. Wo ist meine Zuckerschnecke noch abgeblieben? Hä? Was? Was hab ich denn damit zu tun? Oh, Herausforderung von Tourist Stanislav. Nidorina wird von Stanislav eingesetzt. Hallo, Nidorino. Los, Nidorino, mach Stanislav's Nidorino kaputt. Nee, lieber nicht.
Gift, jetzt darf ich aber meine Psycho-Attacken einsetzen, ja? Ist doch so, dass irgendwie Gengar und Co. Noch so Doppeltyp Geist-Gift sind. Deswegen waren die Psycho-Attacken immer effektiv. Und hat man sich das gemerkt, dass... Hat nicht wehgetan. Hat man sich das irgendwie gemerkt gehabt, dass das effektiv wäre. Dabei stimmt das ja gar nicht. Wohingegen Geist-Attacken Psycho-Pokémon gegenüber wieder effektiv sind. Ach ja. Tschüss, Nidorino. Das dann ist noch ein Salzbuchern online. Dat XP. Boost, boost, boost. Level 26. Oh, meine Zuckerschnecke. Ohne meine Zuckerschnecke geht alles schief. Oh. Nope, nope, nope. Das ist eine echt miese Ausrede für eine Niederlage. Ohne meine Zuckerschnecke bin ich verloren. Die ist zwei Gänge weiter, Junge. Ach ja. Oh, hier gibt es bestimmt ein Item. Auch nicht schon. Ich mag das nicht. Geh weg. Ich mag Pantimos nicht. Wirklich, wirklich, wirklich gar nicht. Ist überhaupt nicht. Pantimos. Hier gibt es nicht mein Item? Aber warum geht's denn da runter? Oh, ein Doppelkampf. Erst das Item da holen. Yay, ein Hyperterang. Welch Frohsinn und Glück. Doppelkampf, machen wir das auch mit Solari und Nidorina? Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Wenn es dann ein Doppelkampf ist. Hä? Tatsächlich. Auch du sollst an unserem Glück teilhaben. Sieht so das große Glück aus? Findest du, wir sehen wirklich glücklich aus? Ich bin doch kein Paartherapeut. Diese Gespräche immer. Hochzeitsreisende Shinji und Amy. Hohen Weisel und Wadribe. Oh Gott. Wir haben hier mit Käfer-Pokémon zu tun. Eigentlich ist Gift eigentlich effektiv gegenüber Käfer-Pokémon? Das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so. Ich meine mir einzubilden, dass es neutral wäre, auch wenn ich es immer für unlogisch empfunden habe. Ich habe sonst noch eine Kampfattacke. Die ist aber, glaube ich, auch nicht effektiv. Und eine Unlichtattacke war, glaube ich, auch neutral. Ach, dann ich bleib mal bei Biss und wir kümmern uns mal erst um die Kleinen. Und hauen den aus dem Klingensturm, trifft beide. Geil, geil. Elektromagnetische Windböen werden erzeugt. Vielleicht schreckt Wadribe ja zurück. Nein, er setzt Lockduft ein. Oh. Fluchtwert sinkt. Ja, Mensch. Schlitzer, ne? Schlitzer ist eine sehr schmerzhafte Attacke. Dann mache ich jetzt noch Biss auf Hohen Weisel. Vielleicht reicht das ja mit dem Klingensturm zusammen. Na, wird nicht reichen. Aber immerhin schon mal für die Wadribe. Ja, hat sie es ausgedriebt. Level up. Nicht schlecht. Ja, schlecht. Njamsch, njamsch. Juwelenkraft? Ach, du liebes bisschen. Okay, gut. Hat sie nicht auf Solari gemacht. Ist alles okay. Habe ich kein Problem mit. Damit komme ich klar. Damit kann ich arbeiten. Parabolladung. Oh, das würde alle treffen. Das ist nicht gut. Ich könnte dann höchstens meine Donnerwelle auf Hornweise packen. In der Hoffnung, es zu paralysieren, wenn es angreifen möchte. Und nochmal den Biss draufhauen. Schlitz. Ja. Exzellent. Okay, dann arbeiten wir hier wieder mit dem Biss. Und ja, hier im Zweifelsfall dann jetzt wieder Klingensturm. Vielleicht schreckt Hornweisel ja auch mal zurück. Oh, das war ein Vortreffer. Ah, das ist paralysiert. Das ist genauso gut. So, dann können wir hier wieder mit dem Biss an. Allerdings wird jetzt vorher der Klingensturm Hornweisel finishen. Oder Hornweisel. Ich sag gerne Hornweisel. Oh. Hässliches Pokémon. Ich meine nicht so hübsches Pokémon. Ist eine Geschmackssache. Stufe 27. Jai. Ei, das Erfahrungspunkte. Ich bin trotz der Niederlage glücklich, da ich dich an meiner Seite habe. Ich bin ja auch glücklich, aber gegen einen Sieg hätte ich trotzdem nichts gehabt.
Ja, Paartherapeuten. Ich weiß ja nicht, ob im Pokémon Center solche Probleme auch behandelt werden. Links neben mir mein Team, rechts neben mir mein Schatz. Was braucht man mehr zum Glück? Siege? Ich hab meinen Schatz, ich hab mein Team und trotzdem will ich mehr. Was ist nur los mit mir? Oh Gott. Ich sag ja, Paartherapeut wäre mal eine Option. Oh, lass mich gerade schon wieder so ein Psycho. Ich könnte meinen Pokémon eine riesige Freude bereiten, indem ich dich besiege. Wasch dir mal die Haare, die sind ganz staubig. Ach Gott, ein Asttrainer. Ach, hallo Nathan. Absol. Super schönes Pokémon. Unlicht-Pokémon. Ja, da könnten wir jetzt mit unseren Kampfattacken tatsächlich landen. Ja, und ich habe ja verstanden, Doppelkick greift ja nur zweimal an, weil es heißt ja Doppelkick. Was? Also wenn ich... Na gut, dann nicht. Ixi, du bist dran! Weil es heißt ja nicht umsonst Doppelkick. Ich habe das mit einer anderen Attacke verwechselt. Das ist mir dann vorhin auch aufgefallen. Tut mir leid! Wenn ich Biss einsetze, schrecken meine... Das nie, das ist so... Das ist so... Steinsattacke gegenüber Unlicht ist neutral. Dann nehmen wir mal lieber die Nietenranke. Sollte den meisten Schaden machen. Aha, jetzt sind wir mal auf der Seite des Zurückschreckers. Ha? Geil. Ja, ach so, das war's dann. Finish hier. Wow, da hat Erfahrungspunkte. Pinsir. Möchte mein Pokémon wechseln? Ja, ich möchte gerne noch Solari in den Kampf schicken. Muss es dann nur vorher noch heilen. Wobei, ich glaube, ich mache das mit der Paraboladung. Das sollte reichen. Denn ich möchte gerne den Münzamulett-Boost natürlich nutzen. Und Solari trägt das Münzamulett. Hallo, Pinsir. Pinsir. Plack, plack. Paraboladung, Pinsir. Paraboladung. Das britzelt dir die Hörner davon. Und heilt mein Solari ein wenig. Durchbruch, das ist nicht schön. Ja. Das ist nicht schön. Das ist... Weil Solari auch noch Typ normal ist. Nala, du musst es richten. Mach's Pinsir platt. Skopit. So. Feuerzahn oder erstmal ein Beleber? Ich nehme erstmal ein Beleber. Status Heilmittel Beleber. Für unser armes kleines Solari-Schatzipazi. Härtner, mach ruhig. Das ist mir egal. Feuer wird dich dennoch verbrennen. Feuer burns! Oh, knapp. Ach, nicht schon wieder dieser Durchbruch. Aua, das wird auch jetzt hier sehr wehtun, weil auch das ist natürlich sehr effektiv. Na gut, dann nochmal Feuerzahn hinterher. Ich spiele halt gerne auf Risiko. Und man kann ja auch nicht ahnen, dass er so einen guten Movepool hat. Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. Und Nathan wurde besiegt. Mein Team ist am Boden zerstört. Und das Schlimmste, ich bin schuld daran. Oh, 5000 Poké-Dollar. Ladies and Gentlemen. Geil. Geil, geil, geil. So, Beutel. Sprudel. Einsetzen. Sicher, sicher. Und ich glaube, wir sind auch ziemlich bald aus der Höhle jetzt raus. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich gehen will. Oh, da ist ein Pokéball. Da möchte ich erstmal in diese Richtung gehen. Verdammt! Oh, es ist wieder ein Monozyto. Es ist immer so eintönig. Tschüss, Monozyto. Dass ich aber auch nur Pokémon begegne, gegen die Nidorina nicht so gute Chancen hat. Doof. Oh, Eisen. Das ist gut für die Verteidigung. Leute, denkt daran, Eisenmangel ist schlecht. Könnt ihr nicht so gut kämpfen. Hä? Okay, du willst gar nicht gegen mich kämpfen? Doch. Ich bin der Schatten, der die Spiegelhürde durchwandert. Ich bin der dicke Wanderer, der die Steine umrollt. Ich bin... Wanderer Reinhardt. Okay. Garno will Unlichtboden. Los, Nidorina! Ei, Unlichtboden. Müsste mit Doppelkick eigentlich gehen. Bam!
Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das war schön. Das hat so richtig reingehauen. Grabbit. Oh, was war denn nochmal ein Grabbit? Was zum Henker war nochmal ein Grabbit? Dann möchte ich einfach lieber sicherheitshalber wechseln. Ach, du heiliger Hase. Antikkraft, mach es weg. Au, au. Ja, gut, dass unsere Verteidigung so hoch ist. Duckepui, Antikräfte. Puff, puff. Bam, bam. Ja, das ist jetzt nicht sehr effektiv, aber mein Angriff steigt dafür, meine Verteidigung, mein Spezialangriff und überhaupt alles steigt. Das wäre der Plan. Jetzt kommt nämlich der Sondersensor. Bam. Finish hier. Duckepui erhält Erfahrungspunkte ohne Ende und unser Reinhard ist ein Lithomid am Stissel. Da hau ich mal Solari gegen, wobei nee, Lithomid war doch. Das ist nicht auch so ein Fossil-Pokémon? Nee, das war. Nee, Moment. Ja, das ist der kleine Käfer. Das ist Käfergestein. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Mit einer Parabolladung sind wir da gut dabei. Können wir uns noch ein bisschen hoch. Joi. Solari, übertreib doch nicht so. Das wäre echt gut. Tja, Reinhard wurde besiegt. Nach so einem auslaugenden Kampf muss ich mich erstmal vor dem Spiegel etwas zurechtmachen. Ja, viel Spaß. Ich gehe jetzt mal Stärke einsetzen. Schubsen! Au! Bäm. So, Abkürzung freigeschaltet. Ich gehe erstmal raus hier. Wir sind in Yantara City und wie die Stadt aufgebaut ist, wie es hier aussieht und aus was es hier eventuell Tolles gibt, das sehen wir alles im nächsten Part. Bis dahin, bye!